Wie können mehr junge Menschen und mehr Frauen fürs Politikmachen in Bayerns Städten und Gemeinden gewonnen werden? Darüber diskutierten die Freien Wähler mit rund 240 Gästen bei ihrem parlamentarischen Abend zum kommunalen Ehrenamt. Eine Antwort fällt gar nicht so leicht, denn schon vor mehr als 100 Jahren soll der Dichter Wilhelm Busch geschrieben haben: Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht so früh ins Grab, lehn ein Ehrenamt bloß ab. Der Jurist und ehemalige TV-Richter Alexander Holt sieht das anders. Er ist selbst seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv. Ich war schon immer so einer, der nicht nur mitlaufen konnte, sondern ich wollte dann mitentscheiden, mitbewegen. Vom Oberministranten über den Jugendtrainer und was weiß ich alles. Und das hat sich natürlich bis in die Politik fortgesetzt. Es macht einfach Spaß, mitzugestalten und nicht nur zu maulen und nicht nur darüber die Nase zu rümpfen, was die anderen machen. Doch neben der Bereitschaft, sich in der Politik zu engagieren, sollten auch die Rahmenbedingungen stimmen. Gerade Frauen müssen da viele Hürden nehmen. Beruf, Familie und kommunales Ehrenamt unter einen Hut zu bringen, das ist oft herausfordernd, wie die Freie Wählerabgeordnete Eva Gottstein aus eigener Erfahrung weiß. Erstens mal natürlich die Männer davon zu überzeugen, dass eben auch die Frau, wenn sie in die Politik geht, dann jemand braucht, der ihr den Rücken frei hält, so wie es die Männer in der Politik letztendlich von uns Frauen gewöhnt sind. Aber zum Beispiel mein Mann hat das hervorragend geleistet. Zum anderen kann die Kommune natürlich, denke ich, unterstützend wirken. Kinderbetreuung. Ich meine, warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass man sein Kind neben dem Sitzungssaal eben auch im Spielzimmer spielen lässt? Das wäre eine Möglichkeit. Bestes Beispiel dafür ist die Landshuter Kreisrätin Manuela Bonardi. Vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommune sind für die junge Mutter Anreiz, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mich begeistert es einfach, dass man die Arbeit, die man macht, auch sehen kann oder sehr viel und häufig sehen kann. Beispielsweise, wenn man über die Straße fährt, dass man die selber beschlossen hat, dass man eine Decke erneuert oder einen Gehweg macht oder einfach ein neues Gymnasium errichtet, wo man dann selber, wenn man reingeht, sieht, aha, die Farbe ist, weil wir so beschlossen haben und das Stockwerk ist da, weil wir entschieden haben. Und das macht Spaß, wenn man da später das einfach sichtbar vor Augen hat. Bis eine Straße gebaut oder ein Gymnasium saniert wird, ist es jedoch ein langer und manchmal auch steiniger Weg. Denn auch in kommunalen Gremien werden Debatten manchmal emotional geführt. Dennis Nesswald, 2014 als Bayerns jüngster Bürgermeister ins Amt gekommen, erlebt das tagtäglich. Ich bin immer ein Freund von sachlichen Entscheidungen und es wird immer sehr schnell gleich emotional und man ist entweder gleich für was oder gleich gegen was. Kommt aber viel zu selten in eine Abwägungsphase, Faktenlage, die man erstmal erörtert und blendet dann Emotionen aus, um rein sachlich eine Entscheidung zu treffen, ohne Eigeninteresse, sondern wirklich im Vordergrund muss das Allgemeinwohl stehen und das ist was, wo ich oft vermisse. Sich für die Bürger einsetzen ist das eine, ein Amt nach vielen Jahren auch wieder niederzulegen, das andere. Daran sind nicht nur die berüchtigten Platzhirsche schuld, sondern ganz unterschiedliche Dinge, wie Nikolaus Kraus berichtet. Er ist seit 20 Jahren kommunalpolitisch aktiv und seit 2013 Abgeordneter der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Ich bin politisch der totale Fan von Amtszeitbegrenzungen. Ja, leider machen es uns die Amerikaner vor, aber auch der Bundespräsident hat bei uns nur zweimal die Möglichkeit, dass er gewählt wird. Und genauso darf ich das auf alle politische Ebene einführen, bis zur Kommunalpolitik, weil ein Bürgermeister 3x6, 18 Jahre, das wäre gut. Und ich bin einfach der Überzeugung, wenn man weiß, nach 18 Jahren muss man aufhören, dann baut man zum Beispiel noch 12 für einen Nachfolger auf. Und das war einfach die große Chance, dass man wirklich junge Leute da wieder installieren kann, die wo dann auch berechtigte Chancen gegen die alten Platzhirschen haben. Trotz aller Mühen und Widrigkeiten, in der Kommune mitbestimmen zu können, macht richtig Freude. Und noch eine wichtige Erkenntnis des Abends: Wer Frauen und mehr junge Menschen ins Ehrenamt locken will, der muss sie gezielt ansprechen.